Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shuki Banuki New Television Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit dem Geburtstagskind des Tages, Beth Ditto. Beth Ditto, dem einen oder anderen bekannt von der lustigen Rockkapelle im Gossip. Ja? Die Dame wirft ja unheimlich auch Gewicht in ihre Musik. Und tolles Lied, tolle Band. Tolle Sängerin. Wir sagen, ja, geile Stimme, sagen alles Gute, Beth Ditto. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich, ganz, ganz herzlich. Toll, toll. Ja, und am 19. Februar 1878 hat Thomas Alva Edison den Phonographen für sich patentieren lassen. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich ein Phonograph? Ich überlege gerade. Richtig? Phono ja. Ist ja... Ja, aber ich glaube, Phonograph, das war eher so eine Art Plattenspieler, nehme ich an, oder? So mit so einer, bestimmt mit so einer Wachswalze, wo dann die Rillen so drin sind und so ein Tonabnehmer drüber läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ihr das wisst, ja, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Was ist ein Phonograph? Ich selber habe keine Ahnung. Schickt uns Bilder. Christian weiß es auch nicht. Nee, Phonograph. Schickt uns Bilder vom Phonograph, ja. Genau. Per Post, per Brieftaube, per Fax. Per Eule, E-Mail. Wie ihr möchtet. Wie ihr wollt. Alles klar. Phonograph. Ja, super. Zum Abschluss des Tages, der Fakt des Tages. Fakt des Tages, ein Sandkorn, lieber Marc, besteht aus 100 Trillionen Atomen. 100 Trillionen Atome. Kann man, könnt ihr auch mal sagen, hey Baby, so eine Kneipe oder so. Hey Baby. Das ist ja, das ist ja der Sinn unserer Sendung, ja, dass ihr rausgeht, ja, und mit dem, was ihr hier so heute gelernt habt, einfach so ein bisschen angebt. Ja. Also, meine Empfehlung an euch, bevor ihr heute Abend in die Kneipe geht, bückt ihr euch mal kurz und hebt ein Sandkorn irgendwo auf. Ihr findet überall ein Sandkorn. Nehmt es mit und sagt dann in der Kneipe, wie du gerade schon eingestiegen bist, hey Baby, wusstest du eigentlich, dass dieses Sandkorn 100 Trillionen Atome hat? Wenn du jetzt mit mir zu mir nach Hause kommst, zeige ich dir noch meine Briefmarkensammlung. Ja, das zieht. Das zieht. Ja. Ja. Also bei dem wünsche ich euch viel Glück, wenn das in diesem Sinne, ja. Falls das bei einem von euch geklappt hat, auch bitte hier kommen. Schreibt es auch mal rein. Schreibt es rein. Schreibt es rein. Hat geklappt. Oder generell eure besten Anmachtricks. Ja. Schreibt sie ruhig mal. Falls ihr mit Wissen von dieser Sendung punkten konntet, sagt uns mal Bescheid. Gut, ja. Treibt uns an, weiterzumachen. Alles klar, ihr Süßen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gute.